Ein Hallo an euch alle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Vice City Stories. Und es ist nicht das, wonach es aussieht, Leute. Die hat sich hier einfach in mein Auto gesetzt. Seht ihr, er sitzt vorne, sie sitzt hinten. Da kann gar nichts passieren. Eigentlich hatte ich vor, in dieser Folge die Taxifahrten zu machen. Und das habe ich auch immer noch vor. Ja gut, das war jetzt ein bisschen random. Ich habe mich hier eigentlich nur so hingestellt, weil ich das so cool fand, die Folge hier zu starten. Keine Ahnung, mit dem Mond und so im Hintergrund. Ja, wir werden jetzt die Taxifahrten machen. Nachdem wir in der letzten Folge bereits erfolgreich die Feuerwehrmissionen gemacht haben, da mussten wir ja 15 Level überstehen. Und ja, zur Belohnung haben wir die Feuerfestigkeit bekommen. Und jetzt machen wir die Taxifahrten. Und Ziel ist es, mindestens, ja, 50, also man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man macht 50 Fahrten oder man verdient $5000. Und ich gehe mal davon aus, dass man die $5000 auf jeden Fall erreicht, wenn man das hier alles am Stück macht. Ich kann mir höchstens vorstellen, wenn man die Serie hier mal unterbricht oder so, man muss ja nicht alles am Stück machen, dass man dann eben, naja, zuerst die 50 Fahrten erreicht. Aber andernfalls würde das gar keinen Sinn machen. Also wenn man jedes Mal die 50 Fahrten zuerst erreichen würde, dann würde dieser Betrag von $5000 überhaupt keinen Sinn machen, ne? Und ich werde das so machen wie bei meinen vorherigen GTA-Projekten auch. Das heißt, ich zeige euch jetzt hier die erste Fahrt und den Rest werde ich beschleunigen und dann sehen wir uns wieder in der normalen Geschwindigkeit, wenn ich bei der letzten Fahrt angelangt bin. Und die machen wir dann nochmal zusammen. So, ich denke, ich werde euch auch diesmal einen Timer einbauen, sodass ihr mal wisst, wie lange ich wirklich dafür benötigt habe. Damit ihr da, falls ihr das auch mal vorhabt zu machen, dass ihr dann schon mal, ja, so grob wisst, wie viel Zeit ihr dafür einplanen müsst. Man hat gerade rechts oben auch eine Trinkgeldanzeige gesehen. Das ist wohl, wenn man schnell genug ist, bekommt man dann noch ein bisschen extra Geld. Aber das ist auf jeden Fall nicht mein Ziel. Also ich würde es natürlich gerne erreichen, aber wenn es nicht so ist, dann ja, ist auch nicht schlimm. Ja, ich bringe jetzt hier die Fahrgästin mal hier ins Ziel. Und ja, den Rest werde ich beschleunigen bis zur letzten Fahrt und mit Musik unterlegen. Also dann bis zur letzten Fahrt. Tschüss. We'll be right back.
We'll be right back.
So Leute, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe und ich bin nicht sonderlich gut in Mathe, dann ist das die letzte Fahrt jetzt hier. Ja, leider haben wir dann nur 19 Fahrten stehen. Wenn ihr es vielleicht gesehen haben solltet, dann habt ihr es ja gemerkt, dass ich gefailt habe. War leider eine ziemlich unglückliche Situation und das war ganz knapp. Mir hat am Ende nur eine Sekunde gefehlt, nur weil der Fahrgast da halt nicht schnell genug eingestiegen ist. Ist halt ein bisschen ärgerlich, weil ich jetzt insgesamt, glaube ich, habe bei 20 Fahrten gefailt und bin jetzt wieder bei... Also nach dieser Fahrt bin ich wieder bei 20 Fahrten. Hab also dann im Endeffekt 20 Fahrten gebraucht, statt 50, weil ich halt vorher die 5000 Dollar erreiche, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Und ja, sieht man schon, selbst mit Fail sind das nur, ja, quasi 40 Fahrten für mich. Was geht auf jeden Fall schneller. Oh, ja, da seht ihr auch mal eine Neuerung in diesem Spiel. Die Fahrgäste machen nicht immer alles das Gleiche. Also sie sind nicht bloß Leute, die man durch die Gegend fahren muss. Sondern sie machen auch, ja, sie unternehmen dann auch was. Also, ich hatte die verschiedensten Fahrgäste drin. Da muss ich Rockstar einfach mal loben, dass sie das so abwechslungsreich gemacht haben. Eine eigentlich so eintönige Mission. Weil es gab halt die klassischen Fahrgäste, wie man sie auch aus Vice City gekannt hat. So, die einfach nur von A nach B wollen. Dann gab es aber wiederum auch Fahrgäste, die... Habt ihr vielleicht auch in dem beschleunigten Teil gesehen. Es gab Fahrgäste, die wollten, dass man ein gewisses Fahrzeug zu einem gewissen Ort verfolgt. Und das Fahrzeug hatte halt immer so einen roten Pfeil über sich. Habt ihr bestimmt gesehen, wenn ihr euch den beschleunigten Teil angeguckt habt. Dann gab es noch Fahrgäste, die ja, wollten halt was unternehmen währenddessen. Und man musste halt davor warten. Das eben mit dem Einkaufen war noch harmlos. Ich hatte auch schon Leute, die haben dann irgendwas ausgeraubt. Das habe ich halt daran gemerkt, dass da halt dann... Also die Person kam aus einem Gebäude raus und plötzlich ertönte ein Alarmgeräusch. Also nehme ich mal an, dass sie da irgendwas ausgeraubt haben. Und ja, das ist ein bisschen crazy, finde ich. Aber finde ich cool, dass man das so abwechslungsreich gemacht hat. Und nicht bloß dieses eintönige, immer nur von A nach B fahren. Das finde ich schon gut von Rockstar. Haben die gut gemacht, muss ich sagen. Jetzt bekommen wir auch gleich unsere Belohnung. Was das sein wird, das gucken wir uns aber gleich mal gemeinsam an. Also eigentlich jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe. Yeah, Mission erfüllt. Fahrt abgeschlossen. Taximission abgeschlossen. Alle Taxis verfügen nun... Das habe ich nicht gelesen jetzt. Was war jetzt genau? Info? Taximission abgeschlossen. Alle Taxis verfügen nun über den Boost Jump. Benutze die Untentaste, während du ein Taxi fährst, um den Boost Jump zu aktivieren. Okay. Achso, ich muss wahrscheinlich einmal aussteigen, weil das Fahrzeug noch, ja, den alten Stand hat. So, ich breche das mal ab jetzt hier. Brauche ich ja nicht. So. Hui, yeah, das ist wie bei Vice City, da gab es damals auch den Boost Jump. Da musste man aber damals 100 Fahrten machen und hier jetzt nur 50, das ist echt entspannt, muss ich sagen. Also theoretisch muss man 50 machen, ich habe jetzt nur 40 gebraucht, trotz Fail. Man kann es auf jeden Fall viel besser machen, sage ich euch. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr nicht failt. Wenn ihr nicht failt, dann bekommt man ja alle 5 Fahrten einen Serienbonus. Und je höher, ja, die Fahrten sind, je mehr Fahrten man gemacht hat, desto höher wird der Serienbonus alle 5 Fahrten. Und hätte ich nicht gefailt, dann wäre ich auf jeden Fall wahrscheinlich schon bei 30 Fahrten oder so fertig gewesen. 30, 35 Fahrten oder so. Weil der Serienbonus ist enorm wichtig. Und alles andere kann man leider nicht beeinflussen. Also jeder Run wird unterschiedlich sein. Wenn ihr das jetzt machen solltet, könnt ihr auch wahrscheinlich viel früher als ich fertig sein. Wenn ihr Pech habt, seid ihr aber trotz Fail trotzdem erst so fertig wie ich jetzt, obwohl ich einen Fail hatte. Einfach weil es so zufällig ist. Manchmal hat man Fahrten, da muss man gleich um die Ecke nur fahren. Und dann bekommt man, ich habe auch schon 9 Dollar bekommen für eine Fahrt. Dann wiederum gibt es Fahrten, da muss man durch die halbe Map fahren, also über die halbe Map fahren. Und bekommt dann am Ende, ich glaube das höchste, was ich bekommen habe, war 280 Dollar. Also das ist total random einfach, das könnt ihr nicht beeinflussen. Und ja, es kommt ja immer darauf an, wie weit quasi der Ort ist, zu dem ihr fahren müsst. Es kommt nicht darauf an, wie lange ihr unterwegs seid, sondern wie weit er weg ist. Und ja, das könnt ihr einfach nicht bestimmen und das ist alles so ein bisschen random, das Ganze. Aber gut, haben wir das also abgeschlossen. In der nächsten Folge geht es weiter mit der Story, würde ich sagen. Wir haben jetzt 3 verschiedene, ja, Nebenmissionen gemacht. Die Sanitätermission, dann die Feuerwehrmission und jetzt auch noch die Taximission. Und das reicht jetzt erstmal fürs Erste, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann sag ich mal, ciao. Bis zum nächsten Mal.
Yeah! Oh, das wollte ich gar nicht. Ups. Brech mal ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.